Hallo und recht herzlich willkommen zurück zum nächsten Part Age of Empires 4. Im letzten Part haben wir die Schlacht um Paris geschlagen. Eine sehr, sehr heftige Mission. Schaut euch gerne den letzten Part an, wenn ihr es nicht gesehen habt. Jetzt geht's weiter. Frankreich im Chaos, 1364. Chaos brach in Frankreich aus und gefährdete sein Bestehen. Die Autorität des Königs musste wiederhergestellt werden, gegen Investoren wie Bauern gleichermaßen. Ich will nicht, aber wir müssen... Die Mauern von Paris hielten dem englischen Ansturm stand. Der englische König Edward und der schwarze Prinz brachen die Belagerung ab. Sie marschierten stattdessen nach Chartres, um ihr Glück mit einem weniger eindrucksvollen Ziel zu versuchen. Doch bevor sie den Angriff wagen konnten, wurde die Armee von einem schrecklichen Sturm getroffen. Der 1000 englische Soldaten durch Hagel und eisige Winde tötete. Katastrophe des schwarzen Montags erschien Edward als göttliche Vergeltung und als Zeichen dafür, dass es Zeit war, den Krieg zu beenden und mit Frankreichs König Johann Frieden zu schließen. Doch selbst nachdem die Könige den Frieden besiegelt hatten, durchlebte das Volk Frankreichs noch Blutvergießen und Aufruhr. Zwischen 1358 und 1370 versank Frankreich im Chaos. Bauernaufstände, marodierende Söldnerbanden und Bürgerkriege verwüsteten das Land. Bauern erhoben sich, töteten ihre Herrscher und richteten verheerende Schäden an. Söldnerbanden durchstreiften das Land. Die sogenannten Brabanzonen wurden ursprünglich von den Engländern gegen die Franzosen angeheuert, mit dem Friedensschluss jedoch fallen gelassen. Systematisch plünderten und brandschatzten sie Siedlungen in Frankreich. Und da König Johann in England gefangen war, sah sich sein Sohn Karl der Dauphin von mächtigen französischen Adligen bedroht. So in die Enge getrieben, mussten die Streitkräfte des Dauphins die Kontrolle über ihr eigenes Land zurückgewinnen. Ja, ähnlich wie bei den Engländern schon ein paar Jahre vorher, aber ich muss echt sagen, ich lerne hier, glaube ich, in dem Spiel mehr als in manchen Geschichtsjahren damals in meiner Schule. Frankreich im Chaos. 1364 bestieg der Dauphin den Thron und wurde zu König Karl V. von Frankreich. Konfrontiert mit den Bedrohungen durch Bauern, Söldner und Invasoren, bestand seine erste Machtprobe darin, in einem Reich, in dem Chaos herrschte, wieder Ordnung herzustellen. Ja, hoffentlich schaffen wir das. Mal gucken, wie. Der kürzlich gekrönte König Frankreichs, Karl V., entsandte seine Armee in das von Franzosen gehaltene Dorf Évreux, um Ordnung ins Chaos zu bringen. Hoffentlich, oh Gott. Von dort aus sollte die Armee gegen drei schwerwiegende Bedrohungen ausrücken. Marodierende Söldnerbanden, die das Land plagen, eine Bauernrevolte und die Angriffe eines Rivalen auf die französische Krone, Karl von Navarra. Okay, ich habe jetzt nicht aufgepasst, ich habe gleich mal geguckt, was wir da machen können. Die französische Armee begann mit der Rückeroberung der von Aufständischen beherrschten Dörfer Cochrel, Jouy und Croissy. Ja, ja, wenn ihr das sagt. Und du kannst danach das. Was macht ihr? Keine Ahnung. So, ich brauche mal kurz mal meine ganze Einheitenflotte. Ich möchte keinen Bauern da auswählen. Wir brauchen Holz. Genauso wie hier. Könnt dann auch mal Holz
hacken. Du kannst da drauf und danach Holz hacken. Und du kannst da drauf und dann dich darum kümmern. Haben wir Gold irgendwo? Ich sehe keins auf der Karte. Das heißt, wir machen hier einfach mal Nahrung weiter. Ja, fast. Du warst hier fürs Feld zuständig, gell? Ja. 21 Einheiten, okay. Oh Gott. Hilfe. Kümmer du dich darum? Bitte, bleib stehen. Bitte. Okay, ich glaube, danach haben wir jetzt aber wirklich alle Gebäude, die halber abbrennen, gerettet, oder? So, du kannst da noch mithelfen. Habe ich hier einen abgezogen von den Feldern? Nee, ich glaube nicht. 34, 21, das, okay. Die Landstriche wieder unter ihre Kontrolle zu bringen, fiel eine Bande englischer Brabanzonen über sie her. Diese Söldner hatten sich von der englischen Armee gelöst und plünderten nun zu ihrem eigenen Verdienst das Umland. Mal gucken, wie groß das Verdienstding ist. Okay, zumindest sind sie schon mal beschäftigt. Ich überlege gerade, die Türme auszubauen. Boah, das war laut. So, gucken wir mal, was die machen. Zum Glück haben wir unsere Armee noch nicht ausgeschickt. Das ist wirklich gut in dem Fall. So, nur noch du und weg. Aber wahrscheinlich müssen wir mit ein paar mehr Angriffen rechnen. Streitkräfte wehrten den Angriff der Brabanzonen ab, doch noch immer zogen viele ihresgleichen auf der Suche nach Proviant und Reichtümern durch das Umland. Die Brabanzonen verlangten eine Zahlung der Franzosen, wenn sie ihre grausamen Raubzüge unterlassen sollten. Ja, ich kümmere mich um die Zahlung. Ich strecke euch nieder, wenn ihr wieder wollt. Ist ähnlich wie bei den Engländern. Erinnert gerade sehr dran. So, und dann... Ah, das geht noch nicht. Zahlen sie ein Tribut. Und wohin? Sind das die... Wer von denen sind die Barbarzonen? Optional. Wird mir halt nicht immer angezeigt. Wohin? Okay. Ja, ja. Gell. Huch, ich wollte eigentlich... Ich wollte nicht, dass die Fernkämpfer hier hingehen. Ach so, die Schafe kann ich auch. Ja, gut. Weiß nicht, ob ich die brauche. 1000 Gold. Ja, gut. Das kriege ich gerade nicht aufgebracht. Und werde ich auch in Zukunft wahrscheinlich nicht aufbringen. Nein, ich wollte doch... Ah, ich hasse es. Wo ist das Schaf? So. Wir kümmern uns eher um eine Verteidigung. Dann denke ich, müssen wir auch weniger Angst haben. Wenn wir uns einfach darum kümmern. Wenn die weiterhin mit Pferden angreifen, dann machen wir mal ein paar Speerkämpfer. Und ich hoffe, wir kriegen mit den 21 Einheiten Joe, wie auch immer, eingenommen. Ich würde... Komm, wir schicken mal einen vor. Um zu gucken. Da sind ein paar. Ja. Aber jetzt nichts, was elitär wirkt. So. Okay, das wirkt machbar. Vor allem mit unseren Bogenschützen in der Hinterhand. Alter, dieses Pfeifen ist so laut in dem Spiel. Wer kam auf die Idee? Wir brauchen wahrscheinlich... Ja, genau. Platz. Aber hier ist es ein bisschen anders als in der Engländer-Kampagne. Hier kriegt man erst die harte Mission von gerade eben. Oh Gott. Das sehe ich ja jetzt erst. Durch die Eroberung des Dorfes Jouy war die Armee der Unterwerfung der Bauernrevolte einen Schritt näher gekommen. Okay, hier wird sich gerade um Nahrung getan. Scheiße. Huch, ist hier ein Haus abgebrannt. Ja, geht auf den. Alle auf einen. Die
zentral gelegene Klosterstadt Cochrel entsandte weiterhin Trupps von Aufständischen, um die französische Armee zu schwächen. Ja, ich sehe es gerade. Das müsst ihr mir nicht sagen, was da passiert. Ja, kämpft halt mal da. So. Gut, nachdem wir das geklärt haben, bauen wir ein paar mehr. So, ihr könnt jetzt wieder zurück. Jetzt brauche ich euch auch nicht mehr hier. Wollen wir hier vielleicht... So, die kümmern sich darum gerade. Wir können mal das machen. Wir haben aber immer noch kein Gold. Ich weiß halt auch nicht, wo die Barbazonen stecken. Das ist halt das Problem. Ich würde hier tippen, aber ich bin mir nicht sicher. Gefällt mir nicht. Wir verteidigen hier mal. Die Stadt brauchen wir, um auch an Gold zu kommen. Und zwar ein großes Goldlager. Ihr könnt hier mal Bogenschützen hinbauen. Achso, kümmern wir uns hier um Holz? Nö, gar nicht. Ah, ich sehe doch schon da oben wieder. Alter. Ja gut, kümmert euch aber erstmal um den Turm. Gerne. Nein, das war falsch. Ah, egal. Ist halt jetzt in die andere Richtung. So, ja, ihr könnt gerne hier angreifen. Viel Spaß. Das hat euch jetzt gar nichts gebracht, außer dass ihr halt sterbt in der Zeit. Na gut, müssen die wissen. Geht mal hier drauf. Wir brauchen Holz. Und wer hat hier gebaut? Wo ist die? Keine Ahnung. Ja, bleibt mal hier. Hier sind alle, ja. Alle Felder sind komplett. Huch. Wo sind die von hier oben? Ach, hier. Was? Mauer zu kurz. Willst du mich verarschen? Okay, jetzt geht's. Was haben wir hier? Och nö. Geh hier rein. Lagert kurz ab. So, wir müssen jede Stadt also verteidigen. Oder wir bauen hier eine Verteidigungsanlage hin. Also Mauern. Können die dagegen was machen? Ich glaube, bis die hier mit durch sind, dauert's, gell? Aber wir haben halt nicht viel Stein. Mach mal hier hin. Und danach kannst du hier hin. Ihr könnt hier mal die Bären holen. Gut. Die kamen von da hinten. Auch mehr Einheiten. Vor allem Bogenschützen. So können wir zumindest sicherstellen, dass die von hier nicht kommen. Ja. Ich denke, die würden dann hier vorne rumkommen. Und diesen Gang zu bewachen ist leichter als so einen ganzen Durchgang hier. Ach Gott. Aber es sind keine Pferde mehr. Das wundert mich. So. So, bleibt jetzt hier stehen. Das ist relativ zentral. So, noch mal ein paar. Ja, ihr könnt ruhig was machen. Hab ich hier noch die... Oh, nix. Nee. Dann nehmen wir dich.
So. Wir könnten natürlich die Einheiten mal losschicken oder hier... Ach, natürlich kommen die jetzt von hier. Da, wo ich gerade noch nicht baue. Ja, bau ruhig weiter. Nahrung haben wir ja genug. So, ich hoffe, die kommen dann von vorne. Geh mal hier hin. Wir können hier mal hier hingehen. Machen wir so einen dritten Pfad auf. Aber es werden mehr Einheiten. Wie man erkennt an dem Limit. Hier kommt Quad. Hier könnten wir eigentlich auch zumachen, um ehrlich zu sein. Wofür haben wir den Durchgang? Dann sparen wir uns hier einiges. Auch zum Verteidigen. Könnt ihr noch hier so machen? So. Ist leichter. So, das hier ist auch jetzt relativ gut verteidigbar, würde ich sagen. Die Frage ist jetzt, gehe ich zurück? Scheiße, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ihr seid Gruppe 1. Ah, ne, ihr seid Gruppe 2. Geh mal hier hin. Ja, das war's für euch. Oh, hier haben wir eine heilige Stätte. Was bedeutet das? Geh mal hier hin. So. Wir bräuchten halt einen Mönch. Haben wir jetzt aber nicht, um ehrlich zu sein. Und ich habe auch gerade nicht die Lust, eigentlich einzubauen. Oh, es geht bald zu Ende mit den Häusern. Dann kümmern wir uns nochmal drum, dass es nicht so ist. Hier haben wir einen Schatz. Sehr schön. Habe ich eigentlich hier mal... Ja, komm, du baust weiter. Ja, jetzt. Das Dorf Croissy war reich an Goldvorkommen. Oh nein. Was die Rückeroberung für die Franzosen unentbehrlich macht. Ja, ich glaube, hier macht alles... Ist alles unentbehrlich. Ich müsste mal wieder gucken, wie es da drin aussieht. Haben die Bogenschützen oder Speerkämpfer? Haben die irgendwas? Nö, nicht wirklich. Ja, geht mal hier hin. Das da unten ist scheiße. Kümmert euch mal drum. Ja, kümmert euch da mal drum. Ruhig. Aber in dem Fall funktioniert es ganz gut. Hier kommen halt neue nach. Oh, hier nicht. Hoffentlich. Oh. Erobern Sie sich Position zurück. Sehr schön. Die französische Armee bezwang die Rebellen von Croissy und nahm das goldreiche Dorf in ihren Besitz. Ja, und Stein. Gold und Stein. Die gelegene Klosterstadt Cochrel befand sich noch immer unter der Kontrolle der aufständischen Bauern. Die französische Armee würde es einnehmen müssen, bevor sie zum Angriff gegen Karl von Navarra übergehen konnte. Das hier ist doch meine Quest, oder? So. Du kannst auch mal neue Häuser bauen. Gar kein Thema. So. Dann könnten wir jetzt mal... Ja, die müssen ja mindestens bis hierher kommen. So. Wenn du nicht weißt, was du machen sollst, dann...
Geh doch hier hin und hol Stein. Okay, wir haben noch ein bisschen den Part. Mit dem Stein. Aber wir können mal hier hin. In der Hoffnung, dass wir dann sehen, wenn die ankommen. Weil hier, wir könnten hier eigentlich ziemlich gut zumachen. Das sollte kein großes Problem darstellen. Jetzt ist nur die Frage hier. Was machen wir hier? Wir bräuchten mal... Du hast nichts zu tun, dann bau doch mal Ställe. So. Damit bauen wir ein paar Einheiten und dann geht's ab zum Lager. Ich weiß nicht immer, wo ich die Ressourcen abliefern sollte, um 1000 Stück zu bezahlen. Aber brauchen wir ja auch so nicht aktuell. Oder wird mir das erst angezeigt, wenn ich es gemacht habe? Das könnte natürlich sein. Haben wir aber gar nicht nötig. Ja, wir machen hier einen besseren Job. Wir dürfen nur oder müssen nur aufpassen, dass es niemals endet. So. Zwei haben wir verloren. Das ist aber ein ganz guter Trade, würde ich sagen. Jetzt da. Jetzt da, jetzt da, jetzt da. Ja, wir warten hier noch. Ah, wobei, wir können schon mal... Wollen wir die guten Ritter? Davon kann ich halt nicht viele bauen. Davon kann ich schon ein paar bauen. Machen wir das. Ja gut, hier sind halt natürlich jetzt ein paar. So, dahin. Hier kommen 5 raus, hier kommen 5 raus, das passt. Hier haben wir nichts zu tun, das ist natürlich nicht gut. Dann kümmert euch um Holz. Holzer! Wo sind eigentlich die geilen Sprachaufnahmen von damals? Kommt mir jetzt gerade... Die vermisse ich gerade ein bisschen. Holzer! Leute, die H2 gespielt haben, wissen, was ich meine. Der Rest nicht. Was ist hier? Achso, weil das Gebäude fertig ist. Ja, jetzt da... Kannst du hier mal zumachen. Achso, hier ist kein durchgängiger Wald, oder wie? Ja, dann mach halt hier oben zu. Ist mir relativ egal dann am Ende, wo zugemacht wird. Aber ich würde gerne den Ort nicht unbewacht lassen. Wir können aber mal hier hin. Ich denke, dann sehe ich immer noch das meiste. Aber ich weiß nicht, was ich machen soll, damit wir hier durchkommen. Und ich weiß halt auch nicht, wie stark die Armee da hinten ist, auf die wir treffen. Das ist so ein bisschen das Problem. Bevölkerungs... Okay, wir sind eher... Hä? Ich hatte doch hier noch ein neues Haus gebaut. Okay, dann, das war Armee. Welche waren das? Die. Wir gehen mal voran. Spezialisierung, Spitzhacke. Jetzt können wir zumindest Sachen, sollten nicht die Pferde voran? So eine Frage. Aber passt mit 82. Ja, ihr kümmert euch schon drum. Oh, Schatzkisten. Hilfe. Das tut weh. Wie viel haben wir denn hier noch? Hier kommen nur noch Pferde raus. Gut. Ich hoffe, der bereitet sich auf Krieg vor. Und so weit wird er wahrscheinlich gar nicht mehr weg sein. Wir müssen hier durch, gell? Die Franzosen entdeckten das verborgene Lager der Brabanzonen und würden den Raubzügen der Engländer ein Ende setzen können. Dazu mussten sie das Lager allerdings noch zerstören. Das kriegen wir hin, glaube ich, mit der Armee. Ja, wobei, hier gehen gerade ganz schön die Einheiten runter. Könnt ihr mal hier auf den Turm schon mal. Ach nö, da kommen neue.
Die Ritter sind natürlich stark. Auch von diesen Barbazonen-Dingern. Na komm. Nein, da drauf. Also ich kann doch jetzt nicht verlieren. Gut. So. Na komm, das reicht doch wohl. Das sollte zumindest reichen. Ich wäre enttäuscht, wenn nicht. Noch das und dann, ja, wahrscheinlich hier die Lagergebäude. Aber ich glaube, jetzt kommt nichts mehr, was mir gefährlich werden könnte. Und wenn das eingenommen ist, können wir die Armee auch zur Hauptarmee schicken. Das ist ja meine große Hoffnung. Hier haben wir gut Einheiten nachgepumpt. Du kannst mal ein Tor hier reinsetzen. Wir haben hier noch Pferde, die wir... Ja, wobei, jetzt da haben wir ja das Gold. Jetzt bau Ritter. Ihr könnt auch hier hin. So. Wow, du kämpfst erst dagegen, bevor du den Truppen hilfst. Was für eine schwache Leistung. Boah, ich glaube, das reicht noch nicht einmal. Kann das sein? Ich brauche mehr Nahrung. Fällt mir mal gerade auf. Und weniger Holz. Zack, zack. Und danach kannst du wieder da drauf gehen. Ja, liefer erstmal ab. So. Wie sieht's hier aus? Hier könnte man auch noch ein bisschen Nahrung gebrauchen. Wobei, wir können ja hier einfach die Holzfäller abziehen. So. So, so, so. Du kannst ja auch noch. So, und dann da drauf. Na komm, das reicht doch, oder? Sehr schön. Nehmen wir das mit. Mal gucken, ob das reicht. Oder ob hier neue kommen. Hier geht es erstmal darum, die aufzuhalten. Aber hier... Oh, die heilige Stätte haben wir eingenommen in der Zwischenzeit. Aber wie? Und das gefällt denen natürlich nicht. Deswegen kommen die direkt mit so einem Mönch. Und jetzt kratzt meine Nase. Ja. Die bauen die halt jetzt sekündlich, gell? Ja. Aber viel können die gar nicht mehr haben. So. Das ist. Ja gut, das war's dann. Wir können noch fliehen, aber ich weiß nicht, wie viel das bringt. Aber vielleicht ist das besser als der Rest. So, hier können wir mal mithelfen. Zwei Stück auf Stein einfach nur. Ja, aber wir können mal hier die zusammenführen. Warum denn nicht? Dann können wir hier hin. Hier oben kommt eh keiner durch. Das heißt, passt schon so. Ah, hier kommen die schon mit einer neuen Armee. Deswegen hier oben. Wir haben den Höhenvorteil. Aber das sind Engländer, gell? Ne, das sind Franzosen. Dann frage ich mich, warum die so eine weite Reichweite haben. Och nö. So, komm, weg. Alter. Ist das ein Magierturm? Haben Bogenschützen das noch über... Oh ja, tatsächlich. Ein paar sind zurückgekommen. Jetzt haben wir aber die besseren Pferde. Das ist der Vorteil. Und wir müssen immer so eine große Armee besiegen. Das ist auch ein Vorteil. So. Mal gucken, wie lange die das machen. Okay, bis das Ding niedergebrannt ist. Hab mir irgendwie was anderes erhofft. Aber jetzt können wir angreifen. Na kommt. Ja, du kannst auch noch mit. Jetzt, das war's aber.
Und Angriff. Hier können wir auch mal wieder... Ja, ich bräuchte hier eigentlich einen Stall. Aber wir warten jetzt, bis das Lager hier einfach besiegt ist. Oh, der Part ist zu Ende. Ich wollte eigentlich nicht noch einen aufnehmen. Aber okay. Dann stellen wir die hier hin und dann machen wir beim nächsten Mal in der neuen Aufnahmesession einfach weiter. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe, euch hat der Part gefallen. Im nächsten Part machen wir, wie gesagt, weiter und dann bin ich sicher, kriegen wir die Mission auch zu Ende. Bis dann, habt eine wunderbare Zeit, macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.